So, da zeige ich per Handy meine heute gebastelte Checkliste und einfach nur mal so, damit ihr es sehen könnt, habe ich gedacht, ich bringe sie euch mal auf den Monitor und da mir nichts Besseres eingefallen ist, als das mit meiner Handykamera aufzunehmen, weil meine Webcam hat irgendwie eine ganz bescheidene Auflösung. Ja, angeblich HD, aber das sieht so nicht so gut aus oder schlecht. Und jetzt habt ihr es gesehen. Also Bild klein und warum will sich das nicht verschieben? Weg damit. Jetzt habt ihr es gesehen. Das ist meine selbstgebastelte Checkliste. Und ja. Die habe ich mich heute hingesetzt, habe mir überlegt, wie brauche ich sie, wie mache ich sie. Ich habe natürlich auch, sag schon, die Checkliste original aus Windows zu Rate gezogen. Die habe ich auch hauptsächlich mitgenommen. Und die Checkliste ist übrigens für das Flugzeug, das ich heute euch vorführen möchte, das ich explizit extra für euch mitgebracht habe. Ich habe es schon seit einer Weile und ich kann euch gar nicht sagen, wie lange oder wie kurz ich sie schon habe. Lange genug, als dass ich sie hätte schon längst zeigen können. Gut, Musik läuft, das ist wichtig und dann steigen wir doch mal aus dem Flugzeug aus und schauen uns das Entschuldigung, aber sie ist in vielerlei Hinsicht außerordentlich. Ich finde sie auch außerordentlich hässlich. Also dieses gigantische Seitenleitwerk. Niemand ist mir hoffentlich böse, aber das ist schon ein ganz schöner Stiefel, oder? Es wird ein bisschen kleiner, wenn man es aus der Richtung betrachtet. Aber ein großer Löffel bleibt es trotzdem. Aber das Flugzeug hat halt lauter außerordentlich. Sogar hier in unserem Flugsimulator. Und wollen wir mal ein paar Daten hier mit um uns schmeißen. Also, das Flugzeug ist von de Havilland Canada. Hat die Nummer DHC für de Havilland Canada. DHC. Das ist, keine Ahnung, Baureihe 4 oder Flugzeug 4, wie auch immer. Und wird Carrie-Bou genannt. Und es wurde explizit ganz speziell dafür hergestellt oder so entwickelt, dass es Kurzstart- und Kurzlandeeigenschaften hat. Und ihr werdet es nachher noch sehen, es ist extrem gut darin. Von dem Flugzeug wurden 307 Stück gebaut. Und wen wundert es, 159 davon sind an die United States Army ausgeliefert worden. Es wurden weitere Flugzeuge, also die 307 ist endgültig, das ist die maximale Herstellungszahl. Das Flugzeug wurde an 25 weitere Staaten verkauft. Und die letzte im staatlichen Dienst befindliche Maschine war tatsächlich in Australien 2009, also noch gar nicht so lange her. Zum Flugzeug selber, es soll von drei Besatzungsmitgliedern geflogen werden, wobei gehe ich nachher nochmal genauer darauf ein. Bei Piloten kann ich verstehen, pennt der Dritte und die tauschen sich aus, ich weiß es nicht. Wir haben sage und schreibe eine Länge von 22,12 m und die 12 cm kommen nochmal zum Vorschein, wenn wir auf die Spannweite eingehen, das sind 29,12 m. Und man wird es glauben, das ist gar nicht so schwer zu glauben, die Höhe, die Gesamthöhe ist 9,65 Meter. Also fast die Hälfte der Spannweite ist das ganze Ding nochmal hoch. Und der Arsch von der Kiste steht echt gewaltig hoch, ne? Kann man gar nicht sagen. Und dann guckt euch mal auch die Länge von dem Flug. Das ist Wahnsinn. Es ist richtig Wahnsinn, wie hoch das Ding steht. Aber man muss dazu sagen, wenn man hier mal den Propellerwind sieht, der kommt überhaupt nicht in die Nähe von dem Höhen. Aber um eben extreme Anstellwinkel bei Landung und Start
Ja, so extrem kann es gar nicht sein, weil das wird ja durch hier hinten begrenzt. Müsste man jetzt mal das Flugzeug hochheben, um zu gucken, wie viel Freiheit hinten ist. Wahrscheinlich wird es aber deshalb so hochgeknickt sein, damit man eben die Maschine sehr angestellt landen kann. Okay, wir haben mal ein paar Gewichte, und zwar 6,6 Tonnen leer, voll 5,9 Tonnen, das heißt roundabout 4,3 Tonnen Zuladung. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, was da in die Tanks reinpasst, ist aber wahrscheinlich auch eine ganze Menge. Jetzt kommt was richtig, richtig Fantastisches an Zahlen. Dahinter verbergen sich, also hinter dieser Motorverkleidung verbergen sich hochinteressante Motoren. Natürlich wieder Pratt & Whitney. Das sind aber 7-Zylinder-Doppelsternmotor. Das heißt, insgesamt haben sie dann 14 Zylinder pro Motor mit einem Hubraum ein Motor. Also der Doppelstern zusammen, aber ein Motor hat 32,8 Liter. Der eine wie der andere. Das ist schon richtig viel. Jeder Motor entwickelt eine PS-Zahl von 1450 PS. Beide sind mit einem Radialverdichter, das ist sozusagen ein Kompressor, ausgestattet, und ich persönlich finde Kompressoren an Motoren deutlich besser als Turbolader. Ist meine persönliche Meinung. Turbolader machen Krach, Kompressoren nicht. Kompressoren arbeiten im Prinzip von der ersten Drehzahl an. Und beim Turbolader sieht das Ganze ein kleines bisschen anders. Was haben wir noch? Wir haben noch ein paar Geschwindigkeiten. 350 Stundenkilometer in 2000 Meter. Warum ist das da oben an? 385 Stundenkilometer in 3000 Meter. Und die langsamste Geschwindigkeit mit vollgesetzten Klappen, und das ist enorm, das werdet ihr auch sehen, ist 95. Die maximal erreichbare Höhe oder Dienstgipfelhöhe oder bla bla bla. 7560 Meter. Und jetzt kommen wieder zwei interessante, oder ein interessanter Fakt. Die Reichweite bei 3320 Kilogramm Zuladung beträgt 320 Kilometer. Also nochmal, 320 Kilometer, wenn man 3,32 Tonnen Gewicht geladen. Nehmen wir jetzt 600 Kilo weg von dem Ganzen, liegt das Flugzeug 965 Kilometer weit. Das ist ein enormer Unterschied. So, jetzt habt ihr das Flugzeug die ganze Zeit von der Seite sehen dürfen. Es ist Wahnsinn, was die hier gebaut haben. Schaut euch hier alleine die Klappen an. Die Oberflächenstruktur ist fantastisch. Das ist kein hochglänzendes Flugzeug mehr. Natürlich, ihr kennt mich, ich hätte es natürlich gerne niegelnagelneu, aber ich finde das Flugzeug so schön. Wenn ihr euch mal anguckt, hier durch die Doppelsternmotoren natürlich dann auch zwei Auspuffe. Jeder Sternkreis hat sozusagen seinen eigenen Auspuffkreis und die werden zusammengeführt, aber jeder Motor oder jeder Sternenkreis hat für sich alleine ein Auspuffrohr. Und hier hinten auf der Fläche seht ihr auch wunderschön, wenn es Licht spiegelt, sieht man es besser. Den Ruß auf den Klappen, fantastisch gemacht. Also es gibt Nieten ohne Ende, es gibt ein bisschen Alterungsspuren, Verschmutzungsspuren. Das Fahrwerk, das ist ein richtiges Kraftei, was das kann. Das mussten sie natürlich sehr stabil und robust bauen, das Fahrwerk. Also das ist jetzt keine Alu-Konstruktion, das ist eine echte Stahlkonstruktion. Ihr seht auch, dass es sehr tief abgestrebt ist. Das Flugzeug muss ja einiges abkönnen. Und wenn man davon ausgeht, dass es auch mal auf einem sehr, sehr rauen Acker landet, dann können die richtig gut was aushalten. Wenn wir mal hier so reingucken, ist es interessant gestaltet. Natürlich darf beim Fliegen nichts rumliegen oder so. Also das gehört alles irgendwie hinter die Netze. Drücken wir hier mal ein Auge zu. Das ist kein Meckern, das ist Tatsache. Aber da drin ein dreistufiges Bett,
Sitze, kann man sich auch hinlegen. Und so als Nebeninformation, man konnte 2 Jeeps reinladen und noch ein bisschen Kleinkram. Oder bis zu 32 voll ausgestattete Armeeleute, Krieger, Soldaten, wie auch immer. Aber wie gesagt, voll ausgestattet, in voller Montur mit allem drum und dran. Und eventuell sogar noch mit einem Fallschirm. Die Klappen konnte man während des Fluges öffnen, das hat das Flugzeug nicht gestört. Ja, das sind so die Infos rund um das Flugzeug. Und um es vorwegzunehmen oder zu spoilern, wie man auf Neudeutsch sagt, ich mag dieses Flugzeug sehr. Ich mag komische Vögel. ich mache mal hier wieder alles zu. Das sollte eigentlich nicht aufgehen. Das sind 2 Schalter. Die obere und die untere Klappe gehen getrennt voneinander auf. Und die untere Klappe kann ein bisschen aufgehen. Dann ist sie noch nicht ganz auf der Erde. Ist wahrscheinlich dann, wenn man irgendwie, keine Ahnung, im Landeanflug ist und man will schnell stehen bleiben, dann macht man die Klappe nicht ganz auf. Dann können die Leute sozusagen fast im Rollen schon aussteigen. Und dann wird die Klappe wieder zugemacht und während die schließt, hebt man wieder ab und fliegt fort. Das ist keine Fiktion. Ich habe das mal gesehen, dass das funktioniert. Allerdings nicht bei einer de Havilland, sondern bei der C-130, bei diesem bekannten Transportflugzeug. So, wir warten, bis das Geschrei von den Hydrauliken vorbei ist und dann machen wir die Klappen wieder zu. Wir haben hier hinten natürlich die Möglichkeit, wir können diese Trennschalter benutzen. Die funktionieren. Aber wozu? Es ist schön, dass sie funktionieren. Hier habe ich noch, dass ich im Prinzip einen Prüfschalter oder einen Messschalter umlegen kann von Hauptmessgerät auf den Standby, keine Ahnung. Aber auch das tut jetzt nicht zur Sache. Wir haben irrsinnig viele Instrumente. Und sehr interessant, ein schönes Detail, was man hier sehr schön sehen kann, hier dieser Funk- und Navikasten, den kann man, um besser einzusteigen, nach vorne rollen, dann ist der hier in der Buchte drin, dann können die Piloten sehr, sehr viel bequemer einsteigen und das wäre natürlich nochmal endgeil, wenn das zum Beispiel Funktion hätte. Leider ist es so, dass man entweder ich sehr viel hoch und runter gehen muss oder man macht einfach das Steuerhorn erstmal fort, damit man in Ruhe alles bewegen kann. Und wir werden ausnahmsweise heute mal nach Checkliste einen Start machen. Das ist eine ganz neue Erfahrung, die ihr mit mir machen dürft. Ist natürlich auch für mich eine völlig neue Erfahrung. Und der Gestalt, nehmen wir uns mal die Liste vor. So, das ist original und dann setzen wir uns mal hin und sagen, okay, vor dem Fahrwerkstart überprüfen wir die Bremse, so check, Vergaservorwärmung kalt, beide kalt, check, Gemisch ist geschlossen, check, Propellereinstellung kommt auf maximal beide. So, beide 100%, check, Gashebel, erfahrungsgemäß, ich bin die Kiste jetzt einmal geflogen, machen wir ungefähr, nicht ungefähr, 9%. Okay, sollte so gut sein, haben wir gecheckt, Fahrwerk unten, ja klar. So, jetzt kommen wir schon dazu, das Triebwerk tatsächlich zu starten. Dazu musste ich mich natürlich vorher vergewissern, dass nichts im Propellerkreis steht. Hier nicht. Und erinnert mich mal daran, dass ich das beim rechten Motor auch mache, weil da vergesse ich das wahrscheinlich. So, Propellerbereich ist frei, Batterie an, Startschalter,
Also die Starter kriegen hier nochmal einen extra Strom von dem Schalter. DC-Generator einschalten. Signalleuchte an. Aha, jetzt weiß ich, wo der Fehler liegt. Meine Liste muss nochmal bearbeitet werden. Ich entschuldige mich kurz für die Pause. So, Treibstoffboost kommt auf normal. Wohlgemerkt aber nur von dem Motor, den ich jetzt starten möchte. So, Zündmagnete 1 und 2. Nein, Zündmagnete für die linke Seite ist beide. Jetzt darf ich den Prime-Schalter betätigen für links. Das Gemisch auf Fett haben wir. Jetzt darf ich den ersten Motor starten. Und es ist relativ simpel. Hier oben, ich gehe mal ein bisschen näher ran für euch. Jetzt habe ich gerade den Primer ausgemacht. Was für ein tolles Geräusch. So. Das ist zum Beispiel eine Sache, Ruderpedal Adjuster, also Justierung der Ruderpedale. Das fände ich cool, wenn das funktionieren würde. So, jetzt haben wir zwei Dinge zum Checken oder drei Dinge. Nein, den Boost können wir ausschalten, das mache ich mal gleich. Das war mein letzter Punkt auf der Liste für den linken Motor. Aber das macht nichts. So, Öldruck. Sieht okay aus. Das ist im Prinzip, mit welchem Druck der Treibstoff zum Motor gedrückt wird. So, und Prime aus. Aus. Okay. Das ist mein Fehler gewesen, deshalb habe ich vorhin den einen Motor nicht kontrolliert. Jetzt muss ich natürlich auch da gucken, ob da der Propeller frei ist. Sieht aber gut aus. Also setzen wir uns wieder an unseren Platz. So. Natürlich muss ich auch hier den Generator einschalten. Die Lampe ist schon an. Jetzt muss ich noch den Booster auf normal stellen. Ihr seht gleich, dass dann der Druck hochgeht. Ne? Guckt mal hier so, klick, ist der Druck weg. Jetzt ist der Druck da. So. Den Hebel auf Fett. Und wenn ich schon nach oben gucke, kann ich auch gleich die Zündmagneten auf beide stellen, das ist erledigt. So, auch den Motor können wir jetzt getrost einschalten. Dazu machen wir den Primer an nochmal. Nein, andere Richtung habe ich gesagt. Und den Starter nach rechts. So, den Primer können wir ausmachen. Dann können wir jetzt natürlich auch den Schalter für den Starter wieder neutralisieren. Und auch hier wieder das Boost runter. Ups. Und schön wäre, wenn beide Motoren jetzt schon relativ gleichmäßig drehen. Das machen sie. Hier ist die Zylindertemperatur doch ein wenig niedriger als hier und auch die Öltemperatur dürfte hier noch ein bisschen niedriger sein als da. Das finde ich sehr toll, das funktioniert. Die beiden Klappen machen wir zu, weil natürlich wollen wir da während des Fluges nicht mehr ran und auch nicht dran kommen aus Versehen. Dann habe ich als nächsten Checkpoint
Funkgeräte, Avionik ist natürlich schon an. Das ist schon voreingestellt an. Ich kann noch mal. Also das wäre jetzt zum Beispiel eine Sache, die hätte ich gerne ein bisschen anders. Also ich hätte gerne, dass dieses Gerät vielleicht noch auf der Seite hier ist und dass mein Navi, was man nachträglich natürlich gut in diese großzügig gestaltete Box einbauen kann, das hätte ich dann gerne hier als ein etwas größeres Garmin. Also das, was weiß ich, 750er Garmin, das ist ja deutlich größer, hier rein, wäre schon cool. So, dann schalte ich jetzt noch die Positionslichter an und hier habe ich noch irgendeine Flügelbeleuchtung, Position, ich weiß nicht was. So, das habe ich auch. Dann wollen wir die Spannung und die Ströme schauen. Solange wie der Zeiger gen 0 ist, haben wir keinen negativen Strom, das heißt die Generatoren laufen beide. Wir haben eine positive Spannung von 28 Volt, das ist auf beiden Seiten okay. Die Böensperre, ein sehr interessanter Schalter, wäre ich nicht drauf gekommen, das ist das Gerät. Das müsst ihr wegmachen, weil sonst könnt ihr kein Gas geben zum Start. Flugsteuerung müssen wir kurz nochmal einschalten. Funktioniert alles und ist frei, aber ich muss es noch mal kurz wegmachen, damit ich den Höhenmesser kalibrieren kann. Hier ist er. So, das haben wir hingekriegt. Hier ist noch mal ein Radar Höhenmesser. Da weiß ich gar nicht, ob das funktioniert. Hier haben wir eine Stallwarnung für rechts und für links. Ich wusste gar nicht, dass es da das gibt für zwei Seiten. Übrigens, das Flugzeug wurde 1958 entwickelt. Oder, nee, warte mal. Das ist 1958 schon geflogen, als Erstflug war da eingetragen. Ich werde mal kurz fragen, ob ich rollen darf. Nein, beziehungsweise ich werde es ankündigen. Charlie Yankee Zulu Delta Traffic Delta Mike Kilo 1302 is taxiing to runway 33. Das ist aber noch nicht alles. Wir werden mal uns einen wie nennt sich das? Der hilft uns beim Ausparken. Ihr seht, das Rundumlicht ist angegangen. Ich weiß gar nicht, ob dieses Teil überhaupt in der Lage ist, ich sag mal so ein 6, 7, 8, 9 Tonnen Flugzeug zu bewegen. Das ist eher so für kleine Maschinen. Aber wir können es sehen. Und das Schöne ist, dem kann ja nichts passieren. Die Motoren sind ja beide rechts und links angebracht und der Gestalt bringt er sich jetzt ein. Die fahren immer erstmal so komisch daneben. Jetzt beobachtet ihr mal die Sache. Jetzt, flupp. Komm, enttäuscht mich nicht. Natürlich, damit ihr das überhaupt rausschieben kann, müsst ihr auch die Bremse lösen. Sonst wird es eine ganz langsame Sache. Das geht mit den Tastaturbefehlen. Groß schreiben oder Pfeil nach oben und P. Muss ich die Liste mal ein bisschen anders hinlegen?
Wäre natürlich schön, wenn der sich jetzt ein bisschen schneller wegbewegen würde. Ich setze mich mal wieder rein mit euch. Also wir können jetzt im Prinzip schon losrollern. Und dazu möchte ich natürlich mein Steuerhorn gerne haben. So, das Taxilicht machen wir mal vorher an. Das wäre eigentlich auch noch vor dem Rollen für mich, in meinen Augen. Aber die Liste ist, ich habe sie erst mal angefangen, aber die ist noch nicht perfekt. So, Bremse weg. Was muss man machen, wenn man rollt? Nochmal ein Test, ob die Bremsen funktionieren. Das gehört mit dazu. Dann natürlich nochmal, steht auch auf meiner Liste, über die Fluginstrumente gucken, ob die in Ordnung sind. Und für mich sieht das in Ordnung alles aus. Mein Lieblingsmessinstrument auf dem Flugplatz, das ist hier der Windsack. Ich bin jetzt ganz schön schnell gerollt. Ja, schade ist, dass wieder keine Pilotin auf meinem Sitz, auf meinem Nachbarsitz sitzt. Ja, ein Mikrofon. Ich habe so oft schon eine Aufnahme gemacht und dann war die komplett ohne meine Stimme. Jetzt kommt eine interessante Sache, die macht mir natürlich immer Spaß. Und zwar ist das ein Propellersystemtest. Dazu bringt man die Motoren auf 1900 Umdrehungen. Das heißt, dahin. Und dann nimmt man jeden Propeller und fährt ihn sozusagen nicht an die Wand, aber achso, da seht ihr, das habe ich jetzt irgendwie falsch gesehen, 1200 Umdrehungen hat jetzt der rechte Motor, da steht das R. Und der linke hat natürlich seine Drehzahl beibehalten von 1900. Jetzt machen wir das Spielchen genau umgekehrt. Man hört es so richtig, wie der Motor abgewürgt wird, gebremst wird durch die hohe Steigung. Und wäre der Motor jetzt im Leerlauf, würde der die Steigung nicht schaffen und ausgehen. Vermute ich mal. So, den Test habe ich gemacht. So, die Böensperre haben wir draußen. Check. Fluginstrumente habe ich schon im Rollen getestet. Check. Klappen auf Start. Da ist der Anzeiger für die Klappe. Haben wir.
Treibstoffboost rechts und links auf normal, also sollen wieder fördern. Treibstoffmenge, die Treibstoffanzeigen sind hier, sind beide etwas mehr als halb voll. Ist auch okay. So, Taxilicht aus. Landescheinwerfer beide an. Pitot-Heizung, das ist hier. Ist okay, lassen wir an. Stört uns nicht bei den PS-Zahlen, die wir haben, merken wir, das fällt es gar nicht ins Gewicht. So, gut, würde ich jetzt sagen. Dann sagen wir noch Bescheid, dass wir starten wollen. Charlie Yankee Zulu Delta Traffic Delta Mike Kilo 1302 taking off runway 33 departing straight out. So, dann Bremse lose und aufs Feld rollen. Habe ich schon mal gesagt, dass ich das Flugzeug toll finde, dass ich das mag. Auch hier überall Alterungen, Verschleiß, Abkratzungen. Ist halt eine tatsächlich alte Kiste. Und hier kann ich gar nicht meckern, weil es ist kein Privatflugzeug. Das ist jetzt nicht irgendwie eine C-170, also eine Cessna 170, die jetzt irgendeinem Privatmann gehört. Das ist ein... ein Transportflugzeug und hier sind ganz viele verschiedene Leute mitgeflogen. Und nicht, dass die Piloten nicht auf die Maschine achten, aber da ist der Verschleiß doch eine komplett andere, als wenn man eine Privatmaschine hat, die sonntags mal bei schönem Wetter zu einem Treffen oder so geflogen wird. So, das haben wir alles gemacht, das ist alles check. Normalstart, Bremsen freigeben und Leistungshebel maximal. Ich habe immer gedacht, es geht andersrum. Wir brauchen, oder ich brauche keinen Maximalschub. Warum? Ich habe die Maschine nicht voll beladen. Wir sind halb voll getankt. Wir haben niemand drin. Können wir also im Prinzip getrost mit Dreiviertel Leistung die Bremsen freigeben. Jetzt kommt natürlich was, was mir sehr gefällt. Guckt euch mal an, wie langsam das losgeht. Es ist so toll. Und über uns kreisen ein Haufen Flugzeuge, die dürfen hier gar nicht die ganze Zeit so rüberfliegen. Aber egal. So, es zieht leicht nach rechts. Und jetzt kommt noch ein Punkt, der nicht auf der Liste ist. Eigentlich sollte man vorher kontrollieren, ob die Trimmung auf Start gestellt ist. Ihr seht, ein kleiner Zug am Höhenruder und die Kiste steigt. Jetzt müssen wir natürlich schon wieder anfangen. Steigflug, wir können das Fahrwerk einfahren bei positivem Steigflug. Den haben wir. So, die Klappen dürfen wir schon wieder einfahren. Warum so früh, weiß ich nicht. Weil bei manchen heißt es bei 1000 Meter Fuß über Grund. Ich bin mal einfach brav, ich klappe sie jetzt weg. Das Flugzeug fängt an, ein bisschen schneller zu werden. Man muss es aber gut durchziehen, wegbügeln, weil er möchte anfangen zu sinken in dem Moment, wo die Klappen einfahren. So, Klappen weg, Fahrwerk weg. Meto Power haben wir sowieso eingestellt. Das ist der maximal erlaubte Dauer Belastung der Motoren, auf Deutsch gesagt. So, Lichter einstellen wie nötig. Dann machen wir mal die Landesscheinwerfer aus.
Und jetzt zeige ich, ups, ja, das ist ganz schön viel gestiegen. Die Maschine kann eine Menge, also die hat echt Power. Und ich zeige euch mal hier oben das Ruder. Wir müssen ungefähr 1,1 Grad nach rechts stellen, damit wir geradeaus fliegen. Das habe ich sozusagen 1,1 oder 1,2 Grad, das habe ich im ersten Flug raus ermittelt, rausgefunden, wie immer man es nennen möchte. Und jetzt würde ich ganz gerne schon mal ein bisschen was von der Propellerdrehzahl wegnehmen. Das ist komisch, das ist eingestellt, dass es gleich gehen soll, aber das tut es nicht immer, oder? Das haben wir hier 75 und hier. Finde ich total blöd, dass ich das mit der Hand machen muss. Stellt mal 75 ein, weil so kommst du ein bisschen an die Maus dran. Naja, komm. So, dann schauen wir doch mal, wo wir uns jetzt befinden. Immer noch im Steigflug. Und den werden wir bei 3000 Fuß und ungefähr 1000 Meter über, nee, 3000 Meter sind das sozusagen insgesamt. So, zur Musik habe ich mal noch eine Kleinigkeit, die ich gerne erwähnen wollte. Ihr merkt, heute ist es mal ein wenig jazzlastiger. Ich möchte nicht immer euch dieselbe Musik antun. Ganz am Anfang habe ich einen Titel, keine Ahnung, auf Schleife laufen lassen. Und wahrscheinlich derjenige, der mir das nett geschrieben hat, war wahrscheinlich irgendwie auch ziemlich genervt davon, was ich verstehen kann. Ich dachte, als ich das Video angeguckt habe, naja, so erquickend ist es nicht. Deshalb habe ich relativ schnell angefangen, mehrere Titel einzuspielen. Dann habe ich eine Weile mit der Lautstärke experimentiert. Es war mal zu laut. Leider bin ich nicht perfekt und leider bin ich auch jemand, der lernen muss und manchmal tut es auch weh. Also nicht nur dem einen Abonnenten und Zuschauer hat es wehgetan, die ganze Zeit denselben Titel zu hören, als ich mir das Video angeschaut habe und habe gesagt, okay, wenn andere leiden müssen, musst du es auch. Ich fand es selber nicht so erquickend, muss ich ehrlich sagen. Also manchmal lernt man durch Schmerzen, manchmal, wenn es im Geldbeutel wehtut und manchmal doch mit Verstand, weil man sich was merken kann. Wir fliegen jetzt gemeinsam eine kleine Platzrunde. Ohne großes Gefunke, einfach nur so und genießen einfach den Anblick dieses einmalig anders aussehenden Flugzeuges. Es gibt eine ganze Menge lustiger Bemalungen, aber jetzt auch nicht übertrieben viele. Warte mal, wenn ich schon dabei bin, dann kann ich doch für nachher gleich noch ein schönes Foto machen.
Ach, das ist anscheinend die Flügelbeleuchtung hier. Ja, ich habe übrigens die Co-Pilotin dabei, nur leider nicht, wenn man drin sitzt, ne? Dann fliegen wir jetzt mal in den, wie nennt sich das? In das Gegenwind-Lag. Gegenanflug auf Deutsch. Also ein bisschen erinnert mich das auch an das Cockpit der, was ist das, die B25 oder B17 in zweimotoriger amerikanischer Bomber aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja, war irgendwo, hat es gewisse Ähnlichkeit, so das Cockpit und das Aussehen, wahrscheinlich die Instrumente weniger. Und nachher werde ich mit euch einen Versuch machen. Und den habe ich nur einmal geübt bisher mit diesem Flugzeug, weil das ist das Flugzeug, das einzige Flugzeug weltweit, das das kann, was ich nachher probieren möchte. Ihr werdet bestimmt total überrascht sein. Und nicht überraschend ist, dass ich euch nochmal sagen werde, ich finde dieses Flugzeug einmalig toll. Es ist so schön gemacht und es fliegt sich absolut kinderleicht. Es ist, klar, es ist ein Flugzeug, ne? Es ist auch kein hochmodernes Ultraleicht, das absolut eigenstabil immer dieselbe Richtung säuselt, aber die Steuerung ist überhaupt nicht schwierig, überhaupt nicht bissig. Ihr könnt im Langsamflug, ob der riesigen Landeklappen, die das Teil hat, ihr könnt wirklich ziemlich gemütlich anfliegen und es macht Spaß. Es macht einen riesigen Spaß. Wie immer, wenn ich was vorführe, dauert es ein bisschen, bis ich das so getrimmt habe, dass wir kein Steigen und kein Sinken haben. Aber auch das funktioniert relativ gut. Es gibt nicht dieses, wenn man es dann einmal in Richtung 0 hat, dann macht man noch so ein bisschen Feinabstimmung, dass man sagt, okay, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Und das geht aber relativ gut. Also ich habe jetzt nie irgendwie 5 Minuten oder so gebraucht, um das einzutrimmen. Und ihr seht, jetzt ist er schon fast perfekt. Er reagiert nicht so hektisch auf die Trim-Taste. Ich habe das ja auch bei Tasten am, am Flight Stick. Flugsteuerung auf Deutsch. Da habe ich 2 Tasten, eine hoch, eine runter. Übrigens, Fenster oder so funktionieren hier nicht. Das hat man für überflüssig gehalten. Ist jetzt keine echte Kritik, dass ich sage, aber es wäre natürlich cool, wenn noch ein paar Sachen zusätzlich funktionieren würden. Aber insgesamt finde ich, das ist im Flugsimulator eines der am besten gemachten Flugzeuge. Also Minimum genauso gut wie die Vega, wie die Beaver. Was habe ich da letzt mit euch geflogen? Das hier ist jetzt 2 Tage her. Das waren die Wasserflugzeuge aus Italien, und zwar Savoy Marchetti S55 und S55X. Die waren auch unwahrscheinlich gut gemacht, kann man überhaupt nicht sagen. Also insgesamt mag ich doch mittlerweile schon sehr viele Flugzeuge. Das ist ein sehr, sehr gelungenes Flugzeug. Und ich sag mal, wenn man vorher die Checkliste abgearbeitet habe, weil ich finde das ganz toll mit Checkliste, das macht richtig Spaß. Allerdings seht ihr, man ist im Nu bei einer Stunde ist weg, weil man ist ja schon irgendwie mit den Vorbereitungen, mit dem Pre-Flight-Check
20 Minuten, eine halbe Stunde beschäftigt. Ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geschaut. Aber es hat schon massiv Zeit in Anspruch genommen. Ich würde mal sagen, das kann man ja vorher für sich alleine machen. Beziehungsweise man lässt es einfach. Habe ich jetzt gar nicht gesagt. Nein, man meldet sich einfach aus dem Cockpit erst in dem Moment, wo man sagt, hey Leute, ich bin startbereit. Schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen. Heute geht's los. Ich habe das und das vor und dann ab in die Luft. Übrigens, herzlich willkommen. Ich freue mich übrigens auch, dass ihr alle jetzt dabei seid. Ich habe euch heute wegen lauter Aufregung und meiner super, super tollen Checkliste, vergessen Sie mich nicht. Ihr kennt mich schon lange und ihr wisst, dass ich euch alle, dass ich mich immer freue, wenn ihr da seid, dass ich euch begrüße. Und ich hoffe, es ist niemand böse. Ihr seid mittlerweile 100 Abonnenten zusammen. Und jeder von euch ist gleich wichtig und gleich toll. Und ich freue mich einfach nur über die Anzahl. Also auch jeder, der neu ist, fühlt euch hier willkommen. Jeder Kommentar, wenn es nicht gerade irgendwas Bösartiges ist, aber normalerweise habe ich hier noch keine bösen Kommentare bekommen. Ich habe mal einen bekommen, mit dem ich nicht viel anfangen konnte. Normalerweise kriegen alle einen Daumen hoch und ein Herzchen von mir. Und das Herzchen heißt gelesen. Das Daumen hoch ist ja meistens, hey, toller Beitrag oder Dankeschön, wie auch immer. Und ich habe im Moment tatsächlich nicht so viele Beiträge, dass ich das nicht schaffen würde. Aber vielleicht ist es dann irgendwann mal doch so, dass man sagt, hey, das sind so viele Beiträge, die kann ich nicht jeden einzelnen beantworten. Aber im Moment spielt sich das alles in absoluten normalen Rahmen ab. Und in der Gestalt schreibt, dass die Finger bluten. Ich werde gucken, ob ich antworte. So, ich habe absichtlich ein bisschen Gas rausgenommen, damit wir jetzt mal anfangen können, nicht mehr weiter zu steigen. Der Flugplatz ist ganz in der Nähe von Toronto, der Hauptstadt Kanadas, wenn mich nicht alles täuscht. Und der hat auch eine Verbindung zu De Havilland, Kanada, natürlich. Und am nördlichen Ende der Startbahn soll es wohl auch ein Museum geben. Der Flugplatz ist offiziell in Betrieb, ist aber kein internationaler oder viel besuchter Flugplatz. Der ist jetzt eher für Werksmaschinen, wenn man da landet oder starten möchte, Probeflüge, wie auch immer. Der ist jetzt nicht so sehr dafür gedacht, um da die Massenabfertigung zu machen. Aber wieder alles ohne Garantie. Ich habe so oft schon Dinge gesagt, die komplett falsch sind. Und komplett falsch ist jetzt übertrieben. Aber was habe ich mir neulich geleistet? Ich habe bei der Embraer D27 Tucano gesagt, dass es ein Flugzeug gibt, das die millionste Stunde erreicht hat. Flugstunde. Und der liebe Semmelbrösel, der ist immer so, ich könnte den vorher brauchen, so nach dem Motto, ich schicke ihm meine Videos, der sagt, Leute, oder pass mal auf, Digga. Aber machen wir ja nicht. Aber manchmal würde es mich vorher schon retten. Jedenfalls hat er geschrieben, hey, willst mit den Millionen Stunden, da hast du dich irgendwie versabbelt. Hat er so nicht geschrieben, aber ich übersetze es mal so. Und ich habe mir das so durchgelesen und schreibt es sehr ausführlich und oftmals bin ich auch wirklich dankbar für die Infos. Die gebe ich natürlich jetzt nicht alle weiter. Wenn ihr irgendwas wissen wollt, guckt gerne in die Kommentare und lest ihr euch durch. Das ist manchmal schon spannend oder interessant oder beides. Jedenfalls habe ich gedacht, okay, jetzt nimmst du doch mal den Taschenrechner, den Windows dir ja sozusagen schenkt und rechnest mal nach. Und ich bin jetzt zu dem Ergebnis gekommen, wenn ein Flugzeug 1 Million Flugstunden hinter sich hat, dann muss es 115 Jahre unentwegt geflogen sein. Also nicht mal 5 Minuten angehalten zum Tanken.
Und ja, da kann man sich natürlich nochmal überlegen, was meine Aussage zu bedeuten hat, dass, dass ein Flugzeug eine Millionste Stunde hinter sich hatte. Und der Semmelknödel hat es dann insofern beschrieben, dass alle Flugzeuge gemeinsam eventuell diese 1 Million Stunden hinter sich bringen könnten. Also andersrum, ein Flugzeug, nee, wie war das, was hätte ich jetzt gedacht? 114 Flugzeuge würden es in einem Jahr ununterbrochen schaffen. Nehme ich jetzt 20 Jahre und 100 Flugzeuge, so, 20 Jahre 100 Flugzeuge, dann wäre im Prinzip das Flugzeug ein Fünftel eines Tages in der Luft und dann würden wir sozusagen zu komplett anderen Zahlen kommen, die sehr, sehr viel wahrscheinlicher sind. Aber da merkt ihr einfach, dass man Dinge raushaut. Ich habe das gelesen, habe das irgendwo auch noch mit Sicherheit falsch interpretiert. Interpretation, genau. Und dann ist dieser Murks dabei rausgekommen. Und ihr habt euch das, oder einige von euch haben sich das angehört und haben sich wahrscheinlich nicht so viele Gedanken gemacht. Haben es einfach nur entgegengenommen. Ist ja auch nicht schlimm. Das ist jetzt überhaupt keine Kritik meinerseits. Ich finde es einerseits toll, dass der Semmelbrösel, dass dem das ausfällt, dass der mal kurz so überschlägt und sagt, kann gar nicht sein. Alter, was erzählst du da für Mist? Und andererseits guckt andere sich das so derbe entspannt an, dass ihnen das gar nicht auffällt. Und ich finde beide Situationen cool und gerechtfertigt. So, ich mache mal eine Landeklappenstufe raus, ich mache mal das Fahrwerk raus, damit es bremst. Seht ihr, für den Reiseflug habe ich gar nicht geguckt, ich hätte den Boost ausmachen sollen. Jetzt sind wir im Landeanflug, ist nicht schlimm. Aber ich muss beide Propeller auf Vollgas bringen, beziehungsweise auf maximale Drehzahl oder auf geringsten Vorschub, wie auch immer, kann man alles sagen. So, Landekappe kann ich noch eine rausmachen. Das ist schon die zweite Stufe. Ihr werdet gleich sehen, dass die Landekappe sehr viele Stufen hat. Sieht man auch da oben. Woher sieht man jetzt, dass der 33% Landeklappe hat? Das verstehe ich irgendwie nicht. Das ist noch nicht ganz, dass es richtig mitläuft, finde ich. Aber die Landescheinwerfer können wir für die Landung wieder einschalten. Also die Caribou reagiert absolut. Wie schreibt man es? Die reagiert weich auf die Steuereingaben. Ihr seht, es braucht immer ein bisschen Zeit, bis was passiert. Einerseits, man braucht schon einen Ausschlag, dass was passiert. Und aber sie ist irgendwo absolut ungiftig. Sie ist der typische der Hamilton. Und selbst im Langsamflug überhaupt nicht giftig oder unangenehm. Wie gesagt, mir macht das Flugzeug viel Spaß. Also zweite Stufe Landeklappe, jetzt mache ich die dritte. Die vierte. Und wir sind immer noch nicht voll ausgefahren, aber es sieht schon richtig cool aus. Ich zeige euch das mal von hinten. Und die Querruder senken sich mit ab bei der Landeklappe, das ist schon irre. So, die Optik brauchen wir nachher, wenn ich euch das Grundstück zeige, das ich vorhabe. Und natürlich auch ein super schönes Motorengeräusch, kann ich nur sagen.
Das Flugzeug liegt mir natürlich wieder sehr gut, obwohl ich in letzter Zeit auf schnellere Flugzeuge gelandet bin mit euch. Aber das ist natürlich was, was mir absolut liegt, was ich absolut liebe. Dieses schön smoothe, langsame, gemütliche, bequeme Landen. Und das gewaltige Seitenruder macht aber was. Also ihr seht, ich lecke jetzt gerade ein bisschen mit dem Seitenruder auf. Versucht die Nase sozusagen direkt auf die Mittellinie auszurichten. Aber dann geht es jetzt wieder nach rechts. Obwohl der Wind eigentlich ziemlich cool von vorne kommen sollte. So, mal kurz von außen geschaut. Also das war jetzt nicht gut vorgeführt, aber ich schaue mal, dass ich euch das anders zeigen kann. Passt auf, was die Hinterräder machen. So, jetzt muss ich aber langsam hoch. Sonst immer wenn ich was alleine hatte, ist das letzte Mal so cool ausgesehen. Ah, mein Fehler. Ich sag euch auch warum. Ich habe die letzte Landekappenstufe vergessen. Also, ich werde es euch jetzt erzählen. Das ist das einzige Flugzeug, das mir bekannt wurde. Nochmal, das ist das einzige Flugzeug, das mir bekannt ist, das bei der Landung zuerst mit dem Vorderrad aufsetzen kann. So, das war jetzt eigentlich meine misslungene Übung. Und warum ist es misslungen? Weil ich nicht alle Klappen gesetzt habe. Das nämlich kommt, dann kriegt man den Hintern richtig schön hoch, weil man muss sie runterdrücken bei Fahrt um, sagt schon, also man kann im Prinzip mit gedrücktem Hebel fliegen und dann kriegt man natürlich die Nase runter und dadurch kann das Flugzeug zuerst mit der Nase aufsetzen bzw. mit dem Bugrad. Weil jetzt aber schon die Stunde bald rum ist und ich nicht so ewig lange euch überziehen möchte, ich versuche immer so bei einer Stunde zu bleiben, werde ich natürlich jetzt einen ganz, ganz kleinen, kurzen eine kurze Platzrunde machen und dann werden wir gemeinsam landen und dann kommt das Übliche. Wie gesagt, ich finde dieses Flugzeug unwahrscheinlich spannend. Es gibt noch Dinge, natürlich, die ich toll fände, würden sie das erweitern, zum Beispiel funktionierende Scheibenwischer, der Hebel hier vorne, was auch immer der zu bedeuten hat. Dass ich die Propeller in Segelstellung bringen kann, müsste eigentlich auch irgendwo ein Schalter dafür da sein. Meine ich jedenfalls. Ja, Fenster zum Öffnen wären cool. Das sind so, natürlich das alles Zusatzgeschichten. Am größten wünsche ich mir meine Pilotin, meine Co-Pilotin mit dazu. Das ist natürlich der heftigste Wunsch meinerseits. Aber für mich ist das hier mit eines der besten Flugzeuge im Flugsimulator. Es ist richtig gut gemacht, es ist komplett stimmig. Es hat so einen völlig eigenen Charakter, wenn ich das mal so beschreiben darf. Und es macht richtig, richtig Spaß. Und ihr werdet gleich sehen, wie langsam das Flugzeug bei voll ausgefahrenen Klappen werden kann. Ich werde sehr, sehr langsam versuchen aufzusetzen, aber dann normal mit dem Hauptfahrwerk und wie sich das gehört. Ihr werdet sehen, wie schnell das Flugzeug ausgerollt hat, wie kurz die Landebahn sein kann. Da habe ich jetzt übrigens überhaupt keine Zahlen im Kopf.
Ich bin jetzt auch nicht der extreme Kurzlandebahn-Landefreak oder dass ich unbedingt auf kürzester Strecke starten muss. Das Flugzeug kann es. Aber ich mag solche Landungen nicht, weil die tun auch weh. Wenn man gesehen hat, wenn so eine C-130 so von oben steil runterkommt, die Propeller schon im Flug auf Gegenstub, was ich gar nicht wusste, dass es geht, aber ich habe es im BA1 gesehen. Und dann aufsetzt, wenn ihr seht, wie die Federbeine arbeiten, was da für Kräfte sind. Wow, also ich habe es live gesehen, nicht mal im Video, ich habe es live gesehen, schon vor, keine Ahnung, 20, 30 Jahren. Und es war irre, was wir da zu sehen gekriegt haben. Und deshalb finde ich diese Landung, das tut mir immer so ein bisschen in der Seele weh. Das müsste jetzt die sechste und das ist die siebte Landestufe, Landekartenstufe. Guck mal, wie die runterkommen. Der blanke Wahnsinn. Und jetzt seht ihr, wenn ich jetzt praktisch das Flugzeug ein bisschen neutralisiere vom Sinken her, dass ich fast mit der Nase runter aufsetzen könnte. Also dazu hätte ich jetzt deutlich flacher anfliegen müssen und deutlich mit deutlich mehr Gas, meine Güte. So, wir waren bei fast 50 Knoten, also wir waren etwas drüber bei knapp 60 Knoten. Und seht mal, ich bremse nicht, wie das Flugzeug langsamer wird. Und das finde ich auch schon wieder sehr real, sehr cool, dass die in Rollwiderstand eingebaut haben und es hat jetzt nicht, was weiß ich, 400 Räder, es hat sechs Räder insgesamt, zwei da, zwei da, zwei da. Und ihr seht, es wird immer langsamer. Ich kann jetzt im Prinzip bei 20 Knoten schon ohne gestresst zu sein auf den Taxiweg umschwenken. So, auch wenn ich jetzt ziemlich stolz bin auf meine Pre-Flight-Checklist, wobei das wäre jetzt After-Flight, rollen wir noch bis zum, wo ich das Flugzeug wieder parke, bis zum Parkplatz. Und wir haben jetzt eine Stunde, fünf Minuten ungefähr. Natürlich werde ich mich dann wieder freundlich von euch verabschieden. Männers und Frauen, Frauen und Männers, alle, die ihr mir zugeschaut habt, vielen Dank dafür. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Schön, dass ihr jetzt zu 100 seid. Und ich freue mich natürlich auf die nächsten 400 Abonnenten. Wie immer, bleibt gesund und passt auf euch auf. Gönnt euch was Tolles und wir sehen uns wieder. Keine Frage.
Heute ist nicht alle Tage. So, da werde ich jetzt gleich reinrollen. Bis zum nächsten Mal. Ade, euer Flieger Michel.